Ich bin der Christopher, ich bin 25 Jahre alt. Im Moment studiere ich Geografie in Freiburg an der Uni und davor habe ich eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Wieso hast du dich nach der Schule zunächst für eine Ausbildung entschieden? Da gab es mehrere Gründe. Ein Grund war, weil ich erstmal was Praktisches machen wollte. Viele Schulkollegen sind damals weiter auf die Schule gegangen, haben das Abitur gemacht. Aber ich wollte erstmal Geld verdienen, das ist ja auch ein Grund. Ich kannte viele Leute, die auch eine Ausbildung gemacht haben und ja, wollte erstmal ein bisschen Berufsleben schnuppern, weil mir eben auch nicht klar war, was ich dann wirklich machen will. Und wenn du jetzt zurückblickst, was war denn das Tolle an deiner Ausbildung? Ja, man hat viele, viele fachlichen Themen gelernt, also der Informatik entsprechend eben ist man tief eingestiegen. Aber auch Soft Skills, das ist, glaube ich, so eigentlich der Hauptpunkt an der Ausbildung, was ich inzwischen auch mitgenommen habe, was mir heute auch noch viel hilft. Es sind einfach viele Sachen, die man in so einem großen Unternehmen, damals war ich in einem großen Unternehmen, lernt, mit Leuten umzugehen. Wie schreibe ich E-Mails, wie schreibe ich Bewerbungen, wie verhalte ich mich gegenüber anderen Leuten, wie halte ich Präsentationen, wie plane ich Projekte, also extrem viel in die Richtung. Gab es denn auch negative Aspekte während deiner Ausbildung? Auch, ja, natürlich. Ich glaube für mich, was mich damals, ich meine, ich war 16, als ich mit der Ausbildung angefangen hatte. Naja, es war schon Büroatmosphäre, man musste immer so in so einem gewissen Business-Outfit erscheinen. Also da war nichts mit kurzer Hose und T-Shirt im Sommer, sondern lange Hose und Hemd war eigentlich schon immer gefordert, auch wenn es in der Informatik immer ein bisschen locker war. Außerdem eben auch dieses Einhalten von Terminen, diese Planung auch weit ins Voraus, dieses Führen von Kalendern, das war halt damals, das hat man in der Schule, finde ich, gar nicht gelernt und dann wird man da reingeworfen und dann ist es am Anfang schon ein bisschen schwierig, weil man sich ja auch oft irgendwie noch ja, seine Freiräume erhalten will und das halt in der Ausbildung doch, ich meine, man wird bezahlt, man ist in einem Unternehmen und die Leute erwarten etwas von dir und dieses Anpassen, das ist nicht ganz einfach. Kannst du dich denn noch an dein erstes Projekt oder ein bringendes Projekt erinnern? Also ich glaube, ein Projekt, das mir sehr in Erinnerung bleibt, ist, also wie gesagt, es ist ein großes Unternehmen, Versicherung, Finanzwirtschaft. Und da gibt es eben jedes Jahr eine Hauptversammlung von den Aktionären. Also das sind hunderte Leute, ich glaube über 1000, die dann in der großen Halle zusammensitzen. Und das ist auch ein börsenorientiertes Unternehmen, also da geht es auch heiß her mit Entscheidungen und der Vorstand muss da eben immer zügig antworten und im Hintergrund, also im Backend sozusagen, waren wir Azubis damit beauftragt, da diese IT-Infrastruktur zu schaffen. Da ging es darum, hunderte Laptops und Computer aufzubauen und zu vernetzen und dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur steht. Und das ist natürlich, wenn man von dem Thema begeistert ist, gigantisch mit so viel Technik dann umgehen zu dürfen. Ja, wie ging es denn dann nach der Ausbildung weiter? Genau, ich hätte in der Firma bleiben können, ich hatte einen Übernahmevertrag, aber ich habe mich dazu entschieden, wieder auf die Schule zu gehen und das Abitur zu machen. Ich war auf der Technischen Oberschule hier in Stuttgart. Ist toll, dass es die Möglichkeit eben gibt, weil die Technische Oberschule ermöglicht Leuten mit einer Berufsausbildung in 2 Jahren zum Abitur zu gehen, anstatt in 3 Jahren, so wie das auf einem normalen technischen Gymnasium ist. Ich habe mein Abitur gemacht, war dann ein Jahr lang reisen und habe dann mit Studieren angefangen. Ja, du studierst jetzt ja Geografie. Was kann man sich denn darunter vorstellen und was sind denn so die Schwerpunkte während deinem Studium? Ja, also im Vergleich zu anderen Studiengängen ist die Geografie ein relativ allgemeines, vielseitiges Fach. Also es hat sehr viele Schnittstellen zu anderen Bereichen und die Schnittstellen bewegen sich immer da, wo es um die Betrachtung von Dingen im Raum geht, also im räumlichen Verhältnis. Also das sei zum Beispiel die Wirtschaftsgeografie, ganz klassisch, der Mensch, der entscheidet, wo der nächste Supermarkt hingebaut wird, braucht wirtschaftsgeografisches Wissen. Dann im naturwissenschaftlichen Bereich zum Beispiel die Biogeografie, wo es um die Ausbreitung von neuen Pflanzenarten oder von Krankheiten geht. Stadtgeografie, auch ganz bekannt, Stadtplanung ist ein klassisches Thema. Wo dann auch immer der Mensch mit einbezogen wird, Sozialstrukturen. Auch bekannt ist natürlich physische Geografie mit der Entstehung oder dem Risikomanagement bei zum Beispiel Naturkatastrophen, Vulkanausbrüchen oder Überschwemmungen, da eben die Untersuchung von solchen Dingen. Also wie gesagt, ist sehr, sehr weit
weit gefächert und gerade deshalb ist es auch wichtig, sich dann seine Themen rauszupicken und sich daran zu spezialisieren. Was fasziniert dich denn ganz speziell an deinem Studium? Eben gerade, dass man lernt, über den Tellerrand zu schauen, dass man Zusammenhänge versteht, dass man Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln sieht. Also wie gesagt, Geografie bewegt sich auch immer an der Schnittstelle zwischen Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Und das macht es für mich eigentlich aus, diese Schnittstelle. Ich werde da nicht zum Spezialist ausgebildet, wie das zum Beispiel im Medizinstudium ist, sondern zum Generalisten und habe danach eben die Chance, dieses Wissen auch anzuwenden. Inwiefern hat dir denn deine vorherige Ausbildung bei deinem jetzigen Studium geholfen? Ich glaube, die Ausbildung hat mir immer wieder ziemlich geholfen, auch im Moment, also die Geografie jetzt wie alle anderen Fächer auch, hat auch viel Berührpunkte mit der Informatik, also zum Beispiel Geoinformationssysteme, GPS, ganz klassisch, kennt jeder. Dafür braucht man IT-Wissen und da bin ich ziemlich gut gefahren jetzt bisher an der Uni, weil ich eben dieses logische Verständnis schon hatte, auch vom Programmieren. Und ich glaube, das konnte ich gut anwenden. Außerdem arbeite ich nebenher gerade noch im Hiwi-Job an der Uni, wo ich eben auch viel am Computer machen muss und ich glaube auch, dass meine bisherige Ausbildung mir geholfen hat, da überhaupt reinzukommen. Ja, wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Was glaubst du denn, machst du in 10 oder 15 Jahren? Ja, schwere Frage. Also es gibt verschiedene Dinge, die mich interessieren, wo ich mich auch weiter damit auseinandersetzen will. Erstmal geht es für mich weiter mit einem Master und ich kann mir auch vorstellen, dass ich in Zukunft auch ein bisschen in der Wissenschaft bleiben werde, weil mich das sehr interessiert. Andererseits bin ich auch privat gerade an einigen Sachen dran. Starten wir ein Projekt, bei dem wir Honig aus Georgien importieren wollen, um dort den illegalen Holzschlag zu vermeiden. Das ist auch wieder sowas, die Zusammenhänge, die durch solche Dinge eben, wie sowas eingebettet ist, also wirtschaftliche, gesellschaftliche, naturwissenschaftliche Zusammenhänge, sowas habe ich eben auch durch mein Studium eigentlich gelernt zu sehen. Und da gibt es eine Menge sinnvolle Sachen, was man machen könnte. Die Ideen sind da, ich muss schauen, was sich eben ergibt, aber ich bin da zuversichtlich. Mein Tipp an euch, seid offen, seid kritisch dem gegenüber, was euch gesagt wird. Versucht aber mitzunehmen, was geht während dem Studium. Versucht rauszuschauen und euer Wissen anzuwenden, weil das macht Spaß und der Spaß ist eigentlich auch das, was im Vordergrund stehen sollte, weil wenn es Spaß macht, dann erreicht ihr auch euer Ziel und dann könnt ihr auch mit der Geografie was sehr Sinnvolles anfangen.